Heute war das die Abschluss, war nicht gut genug. Ja, das ist scheiße. Tja, das fasst es ganz gut zusammen, leider. Und damit ein beschissenes Moin und herzlich willkommen zu... Tja, am Freitag bei der Teneva League war die Stimmung noch ganz gut. Und wenn wir ehrlich sind, das Wochenende, U23, Frauen und auch die ersten 30 Minuten der Profis, das war doch durchaus in Ordnung, aber seht selbst. Voll in die Fresse. Ja, das ist scheiße. Also ungefähr das dürfte unser Coach am Ende auch gedacht haben. Gehört weder ins Fernsehen noch zu Werder TV, von daher bleibt es bei mir. Gut, dann müssen wir halt was sagen. Wenn man Europa als Ziel hat, dann muss zu Hause gegen Nürnberg mehr rausspringen. Ja, extrem bitter. Ne? Wir gehen in Führung. Müssen aber dann nachlegen und nicht verwalten. Und das war heute das Problem. Wenn du ein Spiel gegen Nürnberg hast, müssen wir gewinnen. Weil wir so viel besser sind als Nürnberg. Klar, dass dann nur ein Unentschieden auch nicht so gut ankommt. Peinlich, arrogant, verblendet. Komplett beschissene zweite Halbzeit, in der man Nürnberg komplett unterschätzt hat. Und durch diese Arroganz 2 Punkte verschenkt. Gefühlte Niederlage, ab in Liga 2. Das war sehr schlecht. Genau derselbe Scheiß wie die letzten Jahre. Mann, wann bekommt ihr das endlich hin? Bin seit 25 Jahren Fan und langsam habe ich die Schnauze voll. Meine Kinder spielen besser Fußball wie der Werder-Kader. Wacht auf, Leute! Kommt davon, wenn man zu trottelig und unfähig ist, weit vorher auf 2:0 oder 3:0 zu erhöhen gegen schwache Gäste. Schämt euch. Scheißspiel, Scheißergebnis, Scheißbier. Verlorener Nachmittag. Naja, das liegt ja auch an der Ausrichtung, die wir haben und an der Zielsetzung, die wir haben, und wir als Mannschaft oder als Verein haben gesagt, wir wollen in die europäischen Plätze, und da ist klar, dass, dass der Anspruch dann natürlich auch an die Fans weitergegeben wird, und wenn man dann zu Hause in der 90. Minute das Tor kassiert, das ist dann natürlich für nicht nur für die Mannschaft, sondern auch für die Fans enttäuschend. Keine Frage, Enttäuschung ist absolut erlaubt, da geht es euch nicht anders als uns. Ja, das ist scheiße. Aber ganz ehrlich, alles war jetzt auch nicht. Scheiße. Ich meine, wir haben noch kein Spiel verloren, wir sind Siebter mit 5 Punkten. Und auch der Anfang war jetzt nicht wirklich. Scheiße. Ja, die erste halbe Stunde war Ballkontrolle, Spielkontrolle, Torchance. Ja, besonders dieses Hammertor von Maxi. Einfach mal bumm. Einfach geil. Und deswegen ist auch Maxis rechte Klebe, man könnte sagen, Maxis Bums, unser Typ der Woche. Ja, das war schon nicht schlecht. Und ja, wäre aber schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten. Ja, das wäre wirklich der perfekte Siegtreffer gewesen. Aber am Ende hat dann irgendwie die Siegermentalität gefehlt. Ja, ich glaube, das kann sein, dass sie noch nicht jeder verinnerlicht hat, aber es sollte an der Zeit sein, dass sie jeder verinnerlicht hat. Weil ich glaube, Flo hat diese Siegermentalität an uns herangetragen, seitdem er hier ist. Und das ist jetzt schon eine Weile. Wir hatten eine ganze Vorbereitung. Die Mannschaft wusste schon relativ früh, was die Zielsetzung ist. Und deswegen, ja, können wir uns dahinter sicherlich nicht mehr verstecken. Die 3 Punkte holen, hätte ich von einer tollen ersten halben Stunde geredet. Ich sage nicht erste Halbzeit, erste halbe Stunde. Und hatte gesagt, aus der zweiten Halbzeit müssen wir dringend lernen. So sage ich,
Jetzt tut's richtig weh, das Lernen. Zum Glück haben wir da das perfekte Angebot. Von der Werder TV Inside Sport Uni für Siegermentalität gibt es zum Beispiel den Kurs unserer U23. Wie bringe ich ein 1:0 über die Zeit? Richtig. Lektion 1, das kennen unsere Profis ja schon, wäre es 1:0 in Führung zu gehen. So wie es hier Jonah Osabute mit seinem Treffer zum 0:1 klassisch vormacht. Für Osabute übrigens der zweite Saisontreffer. Dann wäre es als Lektion 2 vorteilhaft, ein weiteres Tor nachzulegen. Sollte das aber nicht gelingen, so wie hier gleich dreimal Sergeant Osabute und Mbom, dann Lektion Nummer 3, kein weiteres Tor mehr bekommen. Und schon steht man wie die U23 nach 90 Minuten in Wolfsburg als Sieger da. Oder für Fortgeschrittene der Spezialkurs unserer Bundesliga-Frauen, wie mache ich den Deckel drauf? Da hätten wir auch gleich mal was vorbereitet, quasi Listen and Repeat. Früh 1:0 in Führung zu gehen, so wie hier Rena Wiechmann beim Spiel in Mönchengladbach, check. Dann zahlreiche Chancen auslassen, wie Stefanie Goddard oder Katharina Schichtel, check. In der Nachspielzeit aber dann alles klar zu machen, da können sich sowohl die Profis als auch die U23 eine Scheibe davon abschneiden. Gabriela Todt und Lisa Marie Scholz machen es vor, wie es geht, und am Ende steht ein glatter 3:0-Sieg. Und zu guter Letzt, nur an der Werder TV Sport Uni für Siegermentalität in Zusammenarbeit mit dem Werder Bewegt-Projekt Spielraum, der Grundkurs Back to the Roots, kicken wie auf dem Bolzplatz. So ähnlich, ein bisschen kleinere Tore, aber sonst sehr, sehr ähnlich wie hier. Es waren jeden Tag halt von mittags bis abends, ganzen Tag auf dem Bolzplatz eigentlich, nach der Schule. Mit diesen Kursen kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Da ist man auch auf die schwierigsten Fragen vorbereitet. Ich habe eine kurze Frage. Ja. Real Madrid oder Barcelona? Real Madrid. Ronaldo oder Messi? Ronaldo oder Messi? Ronaldo. Eine Frage hätte ich dann aber noch. Weiter über dieses Unentschieden aufregen oder... Das ist scheiße. Genau, und deshalb einfach nach vorne schauen. Das letzte Wort heute hat unser Dekan der Werder TV Inside Sport Uni für Siegermentalität. Ja, wir sehen uns dann am Freitag wieder mit allen Infos zu Augsburg. Und jetzt kommt für euch Professor Dr. Fußball Uwe Kühle. Ich sag jetzt, wir vergessen das Spiel vielleicht. Ja, nee, vielleicht, nee, komm, brauchst auch gar nicht lachen, ich vergesse das Spiel gar nicht. Weil das Ding kann man nicht vergessen, das Tor von Maxi. Der Herr Eggestein war der Beste. Also ich bin auch froh, dass ich ein Trikot von Eggestein trage und ihn zum Glücksspieler des Jahres gemacht habe oder der Saison, weil der hat es ehrlich gemacht. Er hätte ja noch ein zweites machen können. Was willst du denn jetzt von mir? Er hätte ja noch ein zweites machen können. Hätte jemand anders auch vielleicht ein Tor schießen können? Irgendjemand, egal wer. Ich soll nachspielen, was in der 93. Wenn die Kinnlage jetzt fallen könnte, müsste sie batsch hier unten auf den Tisch knallen. Ey, das kann man, so kann man sich das nicht wegnehmen lassen. Nein, das ging, das war gar nicht. Ey, wir haben verloren. Doch, nein, unentschieden. Doch, wir haben verloren. Da, 2 Punkte weg, ja. Oder? Wenn ich jetzt richtig rechne, eigentlich haben wir 3, jetzt haben wir nur 1, fehlen uns doch 2, oder nicht? Also dann sagst du mir jetzt noch wahrscheinlich, dass wir gewonnen haben, ja? Nix da, ist nicht. Komm so. Da gibt's keine Ausrede. Das Ding war scheiße. So, Schluss.